So, da sind wir zurück. Ja genau, hier ging es ja nicht rüber. Soll ich da einfach runterspringen? Ah, ja. Ja, soll ich. Ich verkrümme mich dann mal. Ciao, Kakao. Bis dann, Silberhauch. Dankeschön, dass du noch da warst. Hey. Die schlupen wieder. Hey. So. Auf den Kopf gesprungen. Oh Gott, das hat auch so ein Yoshi-Geräusch gemacht. Hier sind Yoshi-Geräusche. Ui. Mit einem verstärkten Angriff? Überleben die noch? Ja. Wieder ist nerviger. Die friert mich ein. Also, nicht unbedingt, aber sie könnte mich einfrieren. Oh nein, der nimmt einen großen Stein. Aua. Ich glaube, sie ist nur weg. Bin mir aber unsicher. Es sollte einen Pausenscreen oder so geben. Es gibt einen Pausenscreen. Die Dumpfnasen. Was, wo? Naja, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich ja raus aus der Pause. Wieso gibt's keinen? Nein, aber ich bin noch gar nicht mehr in der Pause. Aua. Aber da war ein Pausenscreen. Da stand wie weit weg drin. Das heißt, dass ich bin gleich zurück. Oh, wir sind gleich wieder Level up. Und dann muss ich die nächsten auch noch mitnehmen. So, jetzt. Oh Gott, 4 Stück von denen. Oh, ich werde sowas von eingefroren. Ini. 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 Nee, und ich glaube, der Lakito macht nur maximal 4 Schaden. Und es klappt, werden die Gegner davon geweht. Aber ich brauche ja deren Erfahrung. Ja, 4. Mist. Aua. Ob wir die nicht einfrieren? Nicht anatmen, danke schön. Okay. Und Level up? Ui.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja jetzt 24 denn. Was? Level up! Oh, hier kann ich noch auf 40 gehen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, ich gehe auf mehr Leben. Ja, ja. Kann das gut gebrauchen. Warum sieht die Wand hier so anders aus? Irgendwie, guck mal, wie die hier alle aussehen. Und die sieht irgendwie hier so eine Kante drin. Ist hier was versteckt? Aha. Was bist du denn? Du hast einen Ultrapilz erhalten. Ein ultra feiner Pilz. Stellt 50 KP wieder her. Wow. Warte, jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen gucken. Ist hier noch mehr? Nö. Vor allem der Ultrapilz, der kam doch da gerade raus, wo eben schon ein Block war und den ich kaputt gemacht hatte, ne? Lol. Okay. Ich wollte eigentlich nur gucken, weil die Wand da so irgendwie so sass aussah. Ein Kiesel. Ein gewöhnlicher Stein, würfel nach einem Gegner. Hm. Oh, ich glaube, wir brauchen hier Cooper für. Haben wir schon lange nicht mehr gebraucht. Und Klett, viel Spaß im Lurk. Ich sehe doppelt. Nein! Was ist mit meinen Augen los? Du siehst genau wie ich aus. Schwindler, wer bist du wirklich? Sag mir deinen Namen. Ich bin Cooper. Ja, so ist es. Die Frage lautet, wer bist du? Baba, was? Das ist unmöglich. Ich bin der einzig wahre und echte Cooper. Du faselst Amok. Das ergibt keinen Sinn. Ich bin der echte Cooper, ehrlich. Komm schon, Mario. Du kennst mich. Der Kerl hier lügt. Ich lüge nicht, Mario. Du weißt, dass ich Cooper bin, oder? Erkennst du deinen Kumpel nicht? Na, halt die Schnauze, Jungchen. Ich bin sein Kumpel. Ja, so ist es. Grr, du solltest hier die Schnauze halten. Ich bin sein Kumpel. Hör zu, Trottel. Mario. Du musst herausfinden, wer von uns beiden lügt. Finde den Lügner und verpasse ihm eins mit deinem Hammer. Gut, ja, das finde ich gut. Wenn du glaubst, damit durchzukommen, dann hast du dich geschnitten. Ich weiß, dass Mario weiß, wer ich bin. Ich glaube an dich, Mario. Ein Geist. Autsch. Wie hast du mich durchschaut? Wie hast du mich durchschaut? Das muss ein Glückstreffer gewesen sein. Niemand verfügt über so gute Instinkte. Hör auf zu heulen. Du hast verloren. Was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Was? Halt die Klappe. Jetzt bin ich dran. Okay.
Der ist ja auch doppelt. Ach nö. Umbario, komm mal kurz her. Das ist ein Dupligeist. Sie verkleiden sich gerne als deine Freunde. Maximal KP 15, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Ui. Und hallo, ich im Fuchsgang. Hi. Na du? Alles gut bei dir? Du wirst sie selten ohne Verkleidung sehen. Es scheint, als wären sie ohne Verkleidung generell stärkere Gegner. Okay. Hm. Mache ich denn da am besten? So. Das hat wenigstens 8 Schaden gemacht. Oh, sie verkleiden sich als Gumbario. Ja gut, das ist aber kein Problem, weil Gumbario kann auch nichts. Ja, und bei dir, Segrat, du hast den Namen geändert. Ja. Wurde zum Herbstcafé. Und ansonsten geht's mir ziemlich gut. Danke für die Nachfrage. Oh, ich habe nicht drauf aufgepasst. Ich habe in den Chat geluschert. Mist. Ja, so macht das auch wenigstens Schaden. Die geben mir aber auch nur 2 Erfahrungen, ne? Ist gar nicht mal so viel. Jetzt ist er einfach wieder abgehauen. So, nee, warte mal, wir müssen oben lang, ne? Ja. Hier lang. Also theoretisch doch dem Geist hinterher. Meine Nase juckt. Okay, so. Hey, weg mit dir. Oh, Gott sei Dank, ich habe den noch gekriegt. Maybe. Guten Morgen. Guten Morgen, Ellie und Chad. Cool. Na du, alles gut bei dir? So, kurz nochmal Gumbario rausholen. Kennen. Weißer Klubber. Das ist ein weißer Klubber. Sie kommen in kalten Gegenden vor. Wer weiß, warum sie hierher gezogen sind. Maximal KP 12, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Okay, also sie sind kein Eisklubber oder sowas, sie aber nur weiß. Manchmal greifen sie mehrmals hintereinander an. Sie sind sehr stark. Es muss nicht leicht sein, so große Keulen zu schwingen. Ah, stimmt. Eisattacken zeigen bei ihnen keine Wirkung. Setz Feuer ein, wenn du welches hast. Hm. Okay. Aua, aua, aua. Oh, 6 Schaden. Oh, das waren 5. Okay.
Ja, ist gut und selbst? Ja, bei mir auch. Ich kann mich nicht beklagen. Dann kann ich durch deren Verteidigung nämlich gehen. Dann mache ich nämlich direkten Schaden. Das Ding ist, es geht halt hier weiter und es geht da oben aber auch noch lang. Ah. Okay. Damit kann einer meiner Freunde aufgestuft werden. Ja, wen denn? Das ist eine gute Frage. Die anderen benutze ich ja eigentlich gar nicht. Valkyrie, Thor und Odin, würde dies gefallen. Megabombe. Multikopfnuss. Nimm mal Valkyrie mit, weil mich das interessiert, was das ist. Mich interessiert das mit der Valkyrie. Ich will das irgendwann mal ausprobieren. Oder beziehungsweise ich kann ihn ja auch drinnen lassen. Ich kann meine BP nicht auffüllen. Naja, okay. Möchtest du Sternwind herausnehmen? Ja. Sternstoppelhagel gegen alle Gegner, Angriffskraft 6. Okay. Ah, okay. Und wir müssen da was anderes reinpacken? Ah, okay. Tauschgeschäfte hier. Mhm. Was habe ich denn? Das Tarngel könnte ich noch wegmachen. Eisattacken bei Eis war ja nicht ganz so prickelnd, ne? Dann nehme ich einmal den Donnerzorn heraus. Und pack das Tarngel rein. Und halte ich in Slime, Lado. Hallo, unbekannte Streamerin, die ich noch nie gesehen habe. Doofnuss. Ah, wo bin ich hier? Oh, hier ist was für Bombett. Hallo? Guck. Geht das hier lang? Ach, je. Mama? Mama, ich konnte durch die Wand gehen. Wer bist du denn? Endlich, Mario. Ich bin froh, dass du diesen Ort gefunden hast. Ich habe schon auf dich gewartet. Findest du es eigenartig, dass ich von dir weiß? Mein Name ist Madame Merla. Ich bin ein Botschafter der Sterne. Merlon und Merle kennst du ja. Nun, ich bin ihr Vorfahre. Die Sterne haben mir in meinen Träumen von dir erzählt. Sie sagten, du würdest zum Schrein am Biberberg eilen. Von hier aus bewache ich den Weg zum Kristallpalast. Wir haben keine Zeit zu verlieren, also hör gut zu. Du weißt es vielleicht nicht, aber Bowsers Horden sind in den Kristallpalast eingedrungen.
dem Ort, was den Sternen gehuldigt wird. Was ich dir jetzt zu sagen habe, ist sehr wichtig. Höre jedes Wort, das ich dir sage. Ich kann dir nicht die ganze Geschichte erzählen. Ich werde mich kurz fassen, also gib auf die wichtigsten Punkte 8. Die Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit. Damals war ich noch eine junge Frau. Eines Tages geschah in den Bergen etwas Schreckliches. Ich rannte sofort hin und... Aber es war eigentlich... Oh, dieser Anblick. Ich war und es war so... Es war kein anderer. Also dann und ich... Marie so... Kurz fassen. Ja, ja, das können die sehr gut. Schniesen, Schnasen, Osterhasen. Ja, ja. Mario, du bist unhöflich. Oh Gott, der hat da eine ganze, der hat da schon eine ganze Blase. Und daher musste Bowsers Leute aus dem Kristallpalast vertreiben. Aber... Hey, du! Hast du meiner Erzählung überhaupt zugehört? Ja, ja, it's me, Mario. Naja, also gut. Wie ich schon sagte, brauchst du den Sternenstein, um zum Palast zu gelangen. Hiermit überreiche ich ihn dir. Jetzt erzählt doch eh nur zusammen und Hand zu Fetzen, ja. Mit Hilfe dieses Steins kannst du den Weg zum Kristallpalast öffnen. Und nun beeile dich. Bist du sicher, dass du die Kurzfassung meiner Geschichte verstanden hast? Ja, ja, die war sehr gut. Wahrscheinlich haben wir jetzt hier 3 Tage schon gestanden. Die ganze epische Tragweite dieser fabulösen Story kannst du erst erfassen, wenn du die Vollversion hörst. Oh Gott, bitte nicht. Vielleicht werde ich sie eines Tages erzählen. Schreib einfach ein Buch. Das wird schon. Bis dahin viel Glück. Ich kenne da so einen Autor, so einen Schriftsteller. Vielleicht könntet ihr euch zusammensetzen. Ein Stein, der dir den Weg zum Kristallpalast öffnet. Kann ich einfach durch die Wand laufen. Aber wir haben auch irgendwie letztens, glaube ich, gelesen gehabt, irgendwie, dass die Wände, die sind nicht alle echt oder so. Soll ich hier auch durch? Nö. Ich dachte einfach nur so, warte mal, hier, da geht's halt runter so ein Stück. Deswegen bin ich da eigentlich nur hin. Nur 29,99. Was für ein Schnäppchen. Also kaufen Sie die Vollversion jetzt für 29,99. Boah, das ist hoch. Das wird immer höher. Okay. Hüpf, hüpf. Ah, oh Gott. Das war ein bisschen knapp. Zuerst getroffen. What the fuck? Wieso konnten die so stark terraformen? Ich weiß nicht, es liegt an dem Sternenstein. Ein Stein in Form eines Sterns. Ha ha ha.
Habe ich was eigentlich, was so meine BP auffüllt? Nee, ne? Das sind nur KP. Also ich habe ansonsten halt nur die Erfrischung. Die 5 KP und 5 BP auffüllt. Der muss eher ein Hightech-Gerät sein. Ey, aber da stand Sternstein dran, ne? Also eigentlich nur ein Stein, der aussieht wie ein Stern. Die haben das sicher vom All. Würde... Ah nein, das ist der falsche. Kann ich nochmal wechseln? Ja, oh Gott sei Dank. Ich wollte ja mal wissen, was das Valkyrending ist. Fliege wild umher und triff alle Gegner. Drücke so schnell wie möglich nach links. Okay. Wir gucken uns jetzt mal die Valkyrie an. Oh, okay. Oh, nice. Guck mal, nur einer übrig geblieben jetzt. Oh nee, der Automod. Automod? Dieses Loch. Was? Der ist drauf angesprungen, weil du dieses Loch geschrieben hast. Was? Bei Automod? Alles gut bei dir? Hä? Okay. Automod heute wieder komisch. Weißt du, sonst meldet er sich nie zu Wort, aber jetzt. Okay, Testloch. Nee, nee. Dieses Loch war's. Aber jetzt müsste es gehen, weil ich halt das gepermittet habe für eine Stunde oder so automatisch. Und dann, das ist ja komisch. Oh, ein roter Fragezeichenblock. Mal gucken, was da drin ist. Megasprungorden. Ja. Kann man hier auch wieder durch? Nur mal kurz Watt wieder raus. Watt, kannst du mir was zeigen? Genau. Watt, guck mal durch die Wand. Ist da was? Dann gehen wir weiter hoch. Oh, ich kann hier speichern. Oh, ich kann hier speichern. Warte mal, das ist eigentlich immer nicht ganz so gut, wenn ich irgendwo speichern kann. Also es ist gut, wenn ich speichern kann, aber meistens heißt es auch, dass man hier speichern muss. Weil denn irgendwas kommt. Und hier gibt es Herzen. Das ist alles nicht gut. Jetzt der Final Bosskampf. It's the final countdown. Okay. Was ich komisch finde, ja, dass
auf unserer Seite hier ritzelt Watt so. Also Watt hat da so diese Blitze ringsherum immer. Und auf der anderen Seite, bei dem Spiegelding, nicht. Ist Watt vielleicht eigentlich ein Vampir? Nee, keine Ahnung. Alles ja. Okay. Ja, hier ist so eine Tür. I see. Ausrufeblock. Hilfe? Mama? Mama, das bewegt sich. Hilfe! Hilfe! Oh Gott, jetzt habe ich da unten aber eine... Kann ich auch noch mal runter? Kann ich noch mal runter? Ich gehe noch mal runter. Geht das noch mal runter? Ah, okay. Gott sei Dank. Hey, let's go, Ellie. Hier, mal gucken. Ich geh mal in die Tür hier. Kann man ja auch noch mal speichern. Hä? Hä? Und unten spiegelt auch der Boden, ne? Hm. Aber guck mal, unten brisselt was. Fledermäuse, ja, die kennen wir die schon nicht, ich glaube nicht. Guck mal, hier ist auch der Boden spiegelig. Das finde ich ja cool. Ich mag das sowieso an dem Spiel sehr, sehr gerne irgendwie. Das sind so kleine Details und so, und auch, dass dieses Kampfmenü, also die ganze Umgebung, sich auch immer dann daran anpasst, wo man gerade kämpft. Das ist ein Zwoopula. Zwoopulas greifen aus der Luft an, klammern sich an dich und saugen dir deine KP ab. Maximal KP 8, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Drück den A-Knopf in rascher Abfolge, sonst saugen sie dir zu viel KP ab. Du kannst nicht hoch genug springen, um sie zu attackieren, während sie noch an der Decke hängen. Eine Erdbebenattacke sollte die entsprechende Wirkung zeigen. Okay. Gut. Jo, ja, alles gut. Ah, Vampire, ja. Das sind einfach kleine Vampire. Ja, die füllen sich damit auch auf. Okay. No! Ich hab's verkackt. Hey, das Spiel spoilert ja selber. Was, wieso? Was ist los? Ach, jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche, funktioniert es. Toll. So. Mm, okay.
Okay, wir sind jetzt bei 38. Also bei 38 so eine Stern-Erfahrungsdinger. Ah. Das dauert dann noch ein bisschen mit dem Level Up. Oh, hier ist eine Kiste. It's a chest. Ah, ich habe einen blauen Schlüssel bekommen. Okay. Dann müssen wir jetzt hoch, okay. Ist nur ein kleiner Schwert. Ich finde, solche Fähigkeiten sollte man nutzen. Es gibt aber Leute, die sogar das als Spoiler sehen oder cheaten. Dabei gibt dir das Spiel doch die Fähigkeit, um Zeug rauszufinden. Ja, eben. Nee, das finde ich auch okay. Ich muss... Ich meinte Scherz. Ach so. Ach so. Also, ich finde das aber auch okay. Ehrlich gesagt. Ich speichere mal hier, weil ich habe den Schlüssel. Das Spiel gibt mir ja quasi Gumbario auch als allererstes mit der Fähigkeit Scanner, damit er mir sagen kann, was die Gegner können. Und dass ich mich halt darauf einstellen kann, wie ich die am besten besiege. Das finde ich okay. Man muss ihn ja nicht benutzen, wenn man nicht möchte. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Also, wenn man nicht will, musst du das ja nicht nutzen. Kurze Frage, ist das hier mit hochgekommen? Oder sind wir hier woanders? Hier ist es dasselbe, glaube ich. Oder? Ja, doch, wahrscheinlich. Dann hätte ich vorhin auch oben bleiben können. Und was ist, wenn ich jetzt eigentlich hier rausgehe? Wir sind ja hochgefahren, oder nicht? Anscheinend bringt das aber nichts. Gab es bei Elden Ring auch so dumme Gespräche? Ey. Oh, Bombett. Bombett, ich brauch dich. Ich kann ja zur Not auch wechseln, wenn ich... Warte. Ja, ist das aber noch nicht kaputt. Mann, das spiegelt hier auch gar nicht gerade. Guck mal, hier ist keine Spiegelung. Hier kommt man rein. Aha, wollte mich gerade sagen. Irgendwas ist hier doch kurios. Oh Gott. Oh nein. Es gibt es zwei Marios. Warte mal, dann kann sich der eine Mario doch zur Ruhe setzen, oder? Kann der andere mal machen. Ja, Leute meinen es nicht richtig, Leute zur Hilfe zu rufen oder die Geister zu nutzen, die man auch bekommt. Hä? Aber warum?
Vor allem, das Spiel ist ja so belängst, sag ich mal, dass du ja die Geister nur rufen kannst, wenn du nicht mit anderen online spielst. Also wenn du jetzt so nicht mit einem Freund oder sowas das zusammenspielst. Ich finde das ziemlich okay. Das wäre es, wenn du halt mit einem Freund zusammenspielst und dann kannst du auch die Geister noch nebenbei rufen. Und ihr könnt beide das machen, dann wäre das vielleicht zu einfach. Ja, okay. Aber so? So, wenn man sich selber einfach die Geister zur Hilfe rufen kann? Hä? Oh, Ellie. Hallo, Neon. Dein Command funktioniert übrigens, ne? Also sollte zumindest. Ich weiß nicht, ob du den gestern ausprobiert hattest. Nee, mit kleinem L, glaube ich. Ich glaube, der macht da einen Unterschied raus. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ob mit kleinem oder großem L. Wait, warum will der jetzt schon wieder nicht? Entschuldigung. Aber ich hab den drin, den Kumpel. Ausrufezeichen Leon. Warte mal, ich starte mal kurz den Bot nochmal. Versuch mal jetzt nochmal. Den Bot einmal ganz kurz neu gestartet. Ah. Okay. Jetzt. Ich weiß nicht, der Bot hat manchmal Schluck auf. Die Musik fetzt ja richtig. Die Musik ja auch ziemlich cool von dem Teil. So, aber ich denke mal, jetzt nur mal von dem Bild her, ja? Was fällt euch auf? Was ist anders? Wie in der Schule so. Könnt ihr mir sagen, was da anders ist? Richtig, die anderen beiden spiegeln nicht. Dann sieht man, glaube ich, wahrscheinlich, daran erkennt man wahrscheinlich die Fakes. Dass die Fakes sind so, weil die nicht spiegeln. Mario ist da. Wir sollten ihn besser ordentlich verklopfen. Verklopfen. Bin ja auch so. Oh mein Gott, du hast recht. Ja. Und ich dachte, weil er in der dritten Person redet. Ja, aber die hatten keine... Also wenn die sich verkleiden, hatten die gerade keine Spiegelung unten auf dem Boden. Ich denke mal, dass man die daran denn erkennt. Das wird wahrscheinlich noch richtig irreführend irgendwann. Das wird bestimmt auch noch richtig schwer, die dann rauszufinden. Mist. Ich hol mal Gumbario wieder raus, weil der kann nichts. Und die wollen sich bestimmt jetzt wieder duplizieren und zu Gumbario werden, ja. Ich kann mir richtig vorstellen, dass du irgendwie später gehst, irgendwie hinter eine Säule und dann kommen auf einmal drei oder sowas von deinen Gefährten und du denkst dir dann so, hä, was? Aber ich hab doch nur einen. Ich kann mir das schon richtig vorstellen, dass das noch richtig kompliziert werden könnte. Aber wenn man, also wenn sich das jetzt wirklich so bewahrheitet, dass die einfach nur keine Spiegelung unten oder links, rechts, hoch immer haben, dann könnte das ja noch einigermaßen machbar sein. Armer Gumbario. Ja, aber
bin aber ehrlich. Ich bin ganz froh, dass ich den nicht großartig gelevelt habe und den sonst nicht benutze. Weil er ist halt der Schwächste. Und dementsprechend tun die mir nicht ganz so doll weh. Die machen irgendwie maximal 4 Schaden. Was mit so einer Bombette oder so? Das wäre schon ein bisschen blöder, glaube ich. Ein bisschen schwieriger. Oder mit den anderen. Nein! Nicht der echte Mario! Was? Der echte Mario ist zu stark für uns. Ja. Geht ruhig. Rennt. Gucke hier, dass man hier quasi hinter so eine Säule geht und dann hast du auf einmal 3 von denen an der Backe oder sowas. Und denkst dir nur so, hä? Ah. Warte mal, warum ist hier schon wieder ein Schalt? Achso, wir sind jetzt auf der Seite, stimmt. Hilfe, ich bin hinterm Spiegel. Komm hier auch raus, ne? Nein. Ah, ich wollte draufspringen. Oh nein, da ist auch noch so ein Dupligeist. Was kein Wunder, hatten die in den 90er eine Überpopulation. Warte, was? Und das ging zu leicht. Da fehlt, finde ich, ein Gespräch, wo es darum geht, wer der echte Mario und so ist. Ja gut, ich meine, ich spiele ja Mario. Ich glaube, ich krieg das noch hin, wer Mario ist. Achso, oh Gott, stimmt, hier muss ich ja drücken. Bitte loslassen! Lustig wäre es, wenn das kein Spiegel ist, sondern ein, weiß nicht, dicke Eisplatte. Stimmt, das kann auch sein. Oh, die anderen habe ich damit gar nicht getroffen. Ja. Stimmt, die mit dem Erdbeben treffe ich die immer nur, wenn die an der Decke noch hängen. Ich finde übrigens auch, dass die Decke eher aussieht wie der Boden, aber vielleicht bin auch nur ich das. Keine Ahnung. Sieht irgendwie falsch rum aus. Ich jetzt hier bin? Ach, jetzt bin ich wieder eine Etage drunter, ne? Und muss ja nicht runterfahren wahrscheinlich. Nein! No!
Oh Gott, wer ist er denn da hinten? Oh, stimmt. Oh, die verwandeln sich. Das ist ein Nasenüberfall, ihr Nasen. Halt dich in Roxas. Na, du? Oh no, die wurden gebufft. Beziehungsweise nur der eine wurde gebufft. Den mache ich jetzt weg. Aua. Wo ist dein Model? Mach mal Ausrufezeichen Avatar. I'm not a YouTuber. I'm not a PNG-Tuber. I'm not a Gift-Tuber. I'm not a Tuber. I'm only Ellie. Also, man sieht es nur noch im Just Chatting. Und mehr nicht. Ich habe damit so viel schlechte Erfahrungen schon wieder machen dürfen. Durch irgendwelche komischen Leute. Auch total verstehen und nachvollziehen, wenn das nicht das ist, was die Leute wollen, die mir gefolgt sind, wenn das nicht deren, weiß nicht, Genre ist, wenn da kein Avatar mehr ist, zumindest in den Spielen selber, aber ich fühle mich damit eigentlich gerade sehr, sehr wohl. Und ich kann auch total nachvollziehen, wenn man denn halt entfolgt. Das ist voll okay. Es ändert ja trotzdem nichts an mir, aber man hat ja seine Präferenzen. So, das ist ein roter Kamek. Er ist ein Magier des Koopa-Clans. Fetzige rote Robe, was? HP 11, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Er kann mit Magie die Angriffskraft seiner Kumpanen erhöhen. Kümmere dich um ihn, bevor er seine Leute aufpeppt. Ja, das war jetzt nicht so schlimm. Also, okay, sage ich und habe nur noch 16 Leben, aber ja. Der ist ja jetzt eh kaputt. Kaputt! Das Leben. Jo. So. Okay. Aber sonst geht es dir soweit gut. Mir geht es richtig, richtig gut, ja. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bleib, denn ich bin hier für die Person hinter dem Avatar. Ja. Der Avatar ist halt einfach. Die Kirsche auf dem Eis. Ich habe halt das Gefühl, dass durch den Avatar auch einfach viele gar nicht eingeschaltet haben. Es gibt bestimmt Leute, die einfach gar keine Lust haben auf VTuber oder auf irgendwelche Models, die sich bewegen und dann vielleicht auch einfach ohne Cam bzw. ohne irgendwas das vielleicht auch noch eher vorziehen. Ja, mal solche Leute, die dann halt einfach nicht einschalten, weil es halt einfach nicht deren Präferenz ist.
Ich komme hier runter. Warum komme ich denn runter? Verstehe ich irgendwie noch. Ich gehe mal hier kurz raus, weil ich wissen will, wo ich hier bin. Ich bin einfach nur auf der anderen Seite. Okay. Ich bin hinterm Spiegel. Oh, hier ist ein Sternsplitter. Ja, den nehme ich gerne mit. Warum sollte ich zum Beispiel dir folgen? Ich bin ja nur wegen dir da. Egal, ob mit oder ohne Avatar. Ja. Ich weiß nicht, meine Let's Plays mache ich ja da mittlerweile auch ohne Avatar. Das lag dann aber eher performance-technisch daran. Und... hier kommen wir aber auch einfach nur runter. Hm. Aber meine Uhr bimmelt. Das heißt, es ist kurz Pausenzeit. Wir sehen uns gleich wieder. Einmal kurzes Päuschen, 2 Minütchen. Bis später. Ja. Ja, alle Non-Subs bekommen jetzt einmal kurz eine kleine Werbeunterbrechung. Aber ihr verpasst nichts, ich mache nichts. Ich mache nichts, außer dass ich vielleicht jetzt kurz mal was trinke. Seid jetzt ab. Hallo Leon. Ich hatte gestern mit jemandem ein Gespräch mit dem Thema. So mit dem Thema, dass man vielleicht auch einfach bei Sachen gar nicht reinschaltet, weil man auf den ersten Blick sich denkt, so gar nicht meins. Ja. Ich meine, da erwischt man sich selber ja meistens auch mal dabei, wenn es halt einfach danach geht, von wegen, weiß ich nicht, Person XY spielt Fortnite oder sowas. Und du magst Fortnite gar nicht. Aber vielleicht ist die Person halt ganz cool. Vielleicht spielt die ja nicht nur Fortnite, aber du schaltest halt nicht rein, weil sie Fortnite spielt. Sozusagen, weißt du? Einfach weil es ein Spiel ist, was du nicht magst. Sie hat das F-Wort gesagt. Ich meine ja nur. Oder keine Ahnung, ich kann zum Beispiel. Huch, jetzt erstmal das Mikrofon schlagen. Ich kann zum Beispiel mit WoW nichts anfangen. Wasch dir sofort den Mund mit Seife aus. Geht auch Eistee? Ich trinke einen Schluck Eistee, okay? So. aber das habe ich zum Beispiel mit WoW. Ich bin immer so, WoW. Aber dann gibt es halt auch zum Beispiel so einen Muri und den gucke ich echt gerne. Auch wenn der WoW spielt. Aber ne, man schaltet ja dann automatisch eher nicht rein, wenn es um ein Spiel geht, was man nicht mag. Und sowas ähnliches gibt es ja dann mit Übern wahrscheinlich auch, dass es einfach so Leute gibt, die einfach mit dem VTuben an sich nichts anfangen können und dementsprechend einfach gar nicht bei den Leuten reinschalten. Ja. Wiederum gibt es dann halt andere Leute, die eben nichts mit anderen Leuten anfangen können. Und halt spezifisch nach VTubern schauen. Gibt's halt alles. Prost, Leute. Ja, Prost. Und wir kommen zurück aus der Pause. Ja, jetzt bin ich wieder runtergefahren. Oh nein, Hilfe! Lass mich. Ich muss hier rumlaufen, einmal kurz. Gucken, was hier ist.
mich hier durch. Oh, ist hier der... Oh, schade. Ich dachte, hier wäre der rote Schlüssel jetzt drin. Du hast den GABV-Raufohren erhalten. Was? Senkt die Angriffskraft um 1, erhöht die Verteidigung um 1. Nee. Nee, danke. Nett gemeint, aber nein. Nee, glaub nicht. Ich könnte es noch auf ein Level Up anlegen. Ach komm. Ich mag VTubing sehr. Ich habe dadurch auch ganz, ganz nette Leute kennengelernt. Oh nee, ich komme da gar nicht ran an die. Ich setz mal kurz das Mysterium ein. Mal schauen, was dabei rauskommt. Nein, not the stone. Ja, gib mir den Pilz. Das ist okay. Ich habe immer das Gefühl, man wird mit, dass man mit einer Anime-Figur redet. Ah, ja. Wir folgen ein paar VTubern, das stimmt. Das stimmt, das sind wirklich ein paar. Warte, is it a Yayu? Ja. Davon kenne ich sogar ein paar. Ich sage, ich habe auch ein paar ganz, ganz tolle Leute darüber kennengelernt. Aber ich erwische mich auch oft dabei, dass ich schon auf das Spiel achte, weil ich hoffe, neue interessante Spiele zu finden. Aber so auf der Suche danach bin ich nicht. Ich bleib da schon eher in meiner Bubble. Ja, manchmal wird mir auch von Twitch aus irgendwelche Leute vorgeschlagen, die ich dann auch wiederum interessant finde. Oder auch mit Spielen, die ich interessant finde. Moin ihr Lieben, Hallöchen Backpulver. Na du, alles gut bei dir? Boah, Hilfe loslassen. Verfehlt. Gott sei Dank. Gegen alle Gegner. Muss ja auch gegen die helfen, denn. Dann setzen wir mal die Feuerblume ein. Ich habe keine VTuber geschaut, aber dann wurden so viele Streamer, die ich schaue, zu VTubern. Genau. Ja, manchmal rutscht man da auch einfach rein, ne? Bei mir war es halt einfach damals, dass ich einfach für mich ein Mittelding zwischen Cam und keine Cam gesucht habe. Und durch Zombie, Achtung, Name-Dropping, auf diese Reactive-Avatare aufmerksam wurde und die dann halt mit Discord verbunden habe und dann reingebracht habe. Ich habe da nie ans VTuben gedacht, ehrlich gesagt. Bis dann halt Leute zu mir kamen und meinten, oh, du bist aber VTuber. Dann so, okay. Und hab das halt akzeptiert. Das war so, oh, okay. Aber ich habe mich damit halt nie wirklich identifiziert. Das war halt nie meine Intention dahinter. Ich bin ja trotzdem ich, habe mich ja nicht geändert. Auch mit oder ohne Avatar. So. Ich glaube, die hatten keine Verteidigung, ne? Weil dann kann ich ja mal mit Uma so eine Ohrfeige machen. Der hat noch mit 1 überlebt. Was ist los?
Naja, muss weiterarbeiten. Viel Spaß beim Zocken. Dankeschön, Roxas, dass du da warst. Und viel Erfolg noch beim Arbeiten. Ich hoffe, du kommst gut ins Wochenende. Oh, was passiert jetzt? Achso, mehr Geld wahrscheinlich, ne? Ja, die Anzahl der gewonnenen Münzen. Das ist okay. Ich habe letztens ja ganz viele verloren aus Versehen. Gab's auch nochmal welche? Komm her. Morgen. Hallo Chris. Hallo Herr Schmusikosi. Der macht 5, der macht 6. Dann nehme ich den hier nochmal. Ich habe gerade leider keine BP. Wobei ich die ja nebenbei eigentlich immer wieder mal ein bisschen auffüllen könnte. Elektrifiziert. Warte mal. Oh. Dann gönne ich mir mal hier eine Erfrischung. Um ehrlich zu sein, stören mich Facecams und Avatare meistens ins Game. Ständig ist irgendeine wichtige Statusleiste oder irgendein Inventar verdeckt. Ja, ja, das stimmt auch. Ich habe halt immer geschaut, darauf zu achten, dass ich nirgendwo Wichtiges vor bin. Also, weiß nicht, bei Elden Ring waren es dann zum Beispiel halt einfach nur die Seelen, die Gnaden, die ich gesammelt habe. Aber, ja... Die waren ja jetzt nicht so wichtig, dass die jetzt halt, dass es halt schlimm gewesen wäre, dass die verdeckt waren. Aber ja, wenn du halt richtig doll Pech hast, dann hast du halt gerade ein Spiel, was einfach überall irgendwelche Statusleisten hat und du hast keine Ahnung, wo du dich hinsetzen sollst. Ja. Deswegen haben aber auch viele VTuber, zumindest habe ich es da am häufigsten gesehen, so ein Rahmen-Layout quasi, dass sie halt das Spiel in etwas kleiner haben und dann halt links oder rechts davon halt den Chat und den Avatar laufen haben, damit man halt nicht zu sehr überall drüber hängt. Aber ich spiele gerne in Vollbild. Ansonsten, hier saß ich zum Beispiel, warte mal, ich hab die ja noch nicht, nö, ich hab die ja nicht weggeschmissen, sondern... hallo? Hallo, hier saß ich sonst immer. Schnell weg. Ich saß ja nur da in der Ecke. Stimmt, werde ich dann auch so machen. Ja, dann verdeckt man auch nicht ganz so viel. Vor allem, wenn du ein großes VTuber-Model hast. Oh, wie putzig. Ja. Aber wenn man wirklich ein großes VTuber-Model hat und sowas, das nimmt halt schon ein bisschen was vom Platz weg. Und ja. Dann ist so ein Layout eigentlich ganz praktisch. Was mache ich? Ich glaube, ich nehme mal Lucky Lester. Endlich fertig wäre. Ja, aber Leon, ich würde schon sagen, kannst da ja schon mal nachfragen. Weil, was hast du gesagt? 2 Wochen sollte es dauern und jetzt dauert es aber schon über einen Monat und du hast da noch keine großartige Rückmeldung oder so bekommen. Ich würde auf jeden Fall noch mal nachfragen. Nicht, dass du gescampt wurdest.
Auch wenn ich das jetzt nicht denke, aber die meldet sich ja nicht zurück. Oh no. Hört sich nicht gut an. Da bin ich echt froh, dass ich meine Pixel-Artistin da gefunden habe. Weil, also wirklich ganz, ganz große Liebe. Weil... ja, ich hab den... Genau, ich hab das nicht. Die meldet sich immer wieder, wenn die was Neues gemacht hat oder wenn die mir was zeigen will und so. Die bindet mich da die ganze Zeit mit ein und alles. Also wirklich ganz, ganz, ganz dolle Liebe daran. So. Aber... was mache ich denn jetzt hier? Hallo Andu. Hallo Käffchen und Schatten. Hallo. Wie geht es dir? Geht's dir ein bisschen besser? Ich hatte gelesen gehabt, du wolltest eigentlich Coral Island spielen oder sowas, ne? Und hast dich auf das Release gefreut und dann ging's dir aber gar nicht mehr so gut. Ich hoffe, es geht dir wieder ein bisschen besser. Mein Auge ist so fett geworden und ich weiß nicht warum. Ja, aber das hört sich nach einer Dings an, nach einer Allergie oder irgendwas. Ach, guck mal, da ist das jetzt auch. Speichern. Oder ist das hier wieder was anderes? Ist das hier dasselbe oder ist das was anderes? Das sind keine Gegner. Oh nee, warte mal. Nee. Hier waren wir noch nicht. Das ist aber wirklich verwirrend hier ein bisschen. Genau, ich habe es auf der anderen Seite kaputt gemacht und dann ist das hier anscheinend auch kaputt gegangen. Oh nein. Oh nein, das ist der Fall, den ich meinte. Die haben jetzt doch eine Spiegelung. Ich hasse es. Warum hatten die vorhin keine? Okay, was ist anders an denen? Ist irgendwas anders an denen? Nee, die sehen alle gleich aus. Was? Wer seid ihr? Warum versucht ihr alle wie ich auszusehen? Mario? Sag bloß, du kannst die wahre Bombette nicht herausfinden. Du erkennst mich doch, oder? Hey, das habe ich gehört. Du verbreitest Lügen, du Betrügerin. Ich bin die echte Bombette. Oh, nein, nein. Mario, schau mir in die Augen, Kleines. Und du wirst die Wahrheit erkennen. Ich bin die wahre Bombette. Nur ich kann die echte sein. Die anderen hier sind nur Lügnerinnen. Diese ganzen Herzen. Die eine hat die ganze Zeit Sternchen gemacht. Die macht Herzen. Was machst du? Ich bin es, Mario. Ich fall nicht auf die üblen Tricks rein. Wenn du dich täuschen lässt... jag ich dich in die Luft. Ich bin die wahre Bombette. Bitte. Vertraue deinen Augen und zieh mich an. Ich lüge nicht. Nein. Ich halte das nicht mehr aus. Mario, schmetter den Betrügern den Hammer über den Kopf. Sie alle geben vor, ich zu sein. Ich halte das keine Sekunde länger aus. Oh, das ist eine nette Idee. Das wird die Sache klären. Ja, gute Idee. Ich hasse Betrüger. Mario, ich bin die echte Bombette. Also wage es nicht, mich zu schlagen. Ich hasse alles. Oh, du musst sehr schlau sein, um herauszufinden, dass ich ein Betrüger bin. Wusste ich's doch. Verflucht! Ich dachte, wir hätten dich völlig verwirrt. Ich komme wieder. Ja, ihr habt mich auch sehr verwirrt. Oh, irgendwie ist es dir also gelungen, durch meine Verkleidung zu sehen. Ja, du bist auch nicht echt. Mein Problem ist... die drei hier. Mario wird sich auf keinen Fall irren. Wir sind schon so weit miteinander gereist. Stimmt doch, oder, Mario?
Du weißt, wer von uns die echte Bombette ist, oder? Nee, das ist ja das Problem. Mario, ich bin Bombette. Ich werde dir niemals vergeben, wenn du das hier vermasselst. Sie hört sich bisher an die glaubwürdigste Bombette an. Das ist so schrecklich. Es ist doch sonnenklar, dass ich die wahre Bombette bin. Nein, nein, ich hätte meine Bombette-Verkleidung besser ausarbeiten sollen. Du warst zu, weiß ich nicht. Aber wir sind auf keinen Fall irren. Was? Warum hast du mich geschlagen? Weil du nicht Bombette bist, ich hab sie gefunden. Ich hab die richtige Bombette gefunden. Ja. Das darf nicht wahr sein. Du hast es herausgefunden. Was hat meine Verkleidung nicht gepasst? Die Verkleidung waren es nicht, sondern auch Aussagen. Oh, ich soll trinken. Okay. Dann trinke ich kurz einen Schluck. Ich lebe dafür, dich wieder Käffchen nennen zu dürfen. Oh. Ich habe es sogar schon zweimal gespielt. Es geht mir soweit besser, dass ich spielen kann. Oh, das hört sich gut an. Aber sonst geht es mir leider nicht so viel besser. Aber das Spiel ist einfach Liebe. Aber wenn es dich ein bisschen auch ablenken kann, dann ist doch gut. So. Ich mag die wahre Bombette, genau mein Vibe. Ja, also die mit den Sternchen und den Herzchen, die waren ja sehr offensichtlich. Und bei den anderen beiden musste ich halt mit denen reden. Nochmal. Aber das hat sich hier halt nach der echten Bombette angehört, wenn man mal so bedenkt, wie ich die kennengelernt habe und alles. Ich freue mich auf den 18., wenn der Plague Tale rauskommt. Ja, der zweite Teil, ne? So. Aber Chris, ich würde immer noch sagen, geh mal zum Arzt. Ich sehe halt aus, als hätte ich so richtig Fett aufs Auge bekommen. Wurde einfach verprügelt oder so im Schlaf. Chris. Ich freue mich drauf, mir das nicht leisten zu können. Ja. Ich glaube, im Xbox Game Pass ist das, glaube ich, dann mit drin, ne? Aber also, das, so wie du es mir aber beschrieben hast, hört sich das wirklich an, als ob du auf irgendwas eventuell allergisch bist oder so. Aber nicht, dass du irgendwo eine Entzündung hast, das wäre richtig. Deswegen am besten zum Arzt gehen und das abklären lassen. Nicht, dass es schlimmer wird. Muss nicht sein. So. Wenn du mich mit dem Hammer geschlagen hättest, hätte ich dich bei deinem nächsten Nickerchen gesprengt. Ja, das dachte ich mir schon. Aber du hast es ja nicht getan. Ich bin so froh, dass du mich als die wahre Bombette erkannt hast, ja. Yay! Ich hasse September. Es ist so ätzend, nur weil alle zu Weihnachten ihre Games schon draußen haben wollen, erscheinen vor Jahresende alle guten Games, das stimmt. Das stimmt, diesen Monat kommt ja dann auch noch Mario und Rabbids, der nächste Teil. Mario Rabbids, Pokémon kommt noch, A Plague Tale. Boah, ich weiß gar nicht. Habe ich sonst noch? Ich habe bestimmt noch ganz viele Sachen auf der Liste, die auch noch rauskommen. Ich aber gerade nicht weiß. Oh, nochmal speichern. Ich habe den roten Schlüssel.
jetzt nicht aus dem Stehgreif weiß. Ich glaube, das ist schon diesen Monat. Was genau? Mario & Rabbids kommt diesen Monat raus. Am 20. I guess. Am 20. 22. Irgendwie so. Das kommt schon irgendwie nächste Woche oder so, kommt Mario & Rabbids raus. Der zweite Teil. Und Pokémon kommt im November raus. Am 18. Ja, das meinte ich. Ich hab so hart einfach den Überblick verloren. Ja, es kommt halt einfach so viel raus. Warte, ich guck grad nach. Der hat erst veröffentlicht. 20. Oktober kommt Mario & Rabbids Sparks of Hope raus. Das ist halt, das ist wirklich nächste Woche. Es ist in einer Woche. So, lass mal hier wieder runterfahren. Sei froh, dass ich das Restgeld bei mir behalte. Okay, hier geht's halt wieder offensichtlich rein. Aber ist denn das gut, dass das da offensichtlich reingeht? Belichtet? Unschlüssig. Aber vielleicht ist Red Dead Redemption 2 bald im Angebot. Darauf habe ich so Bock momentan. Ich weiß nicht, wieso mich das so gepackt hat. Weiß nicht, manchmal haben das ja Spiele. Ist hier immer mit den anderen Seiten? Aber hier... waren wir ja denn theoretisch schon. Nee, stimmt. Wo wir vorhin auf der anderen Seite waren, da waren wir da schon, ja. Doch, 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 stimmt. Kann ich den schieben? Ah, ich muss den da wahrscheinlich aus dem Weg räumen und dann ist der hier auch weg. Klubberstatue und Klubber. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich das nur kurz runterholen. Mache nur Dinge, die ich auch machen wollte. Ja, ja. Wer bist du? Der große und mächtige Kristallkönig hat mir befohlen, hier niemanden passieren zu lassen. Du führst nichts Gutes im Schilde, daher muss ich dir leider sehr wehtun. Na, dann komm mal ran hier. Alle Gegner. Nee. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, die hatten keine Verteidigung. Nee. Okay. Und er verpieselt sich jetzt. Okay. Ja, warum Türen klassisch öffnen, wenn man sie auch sprengen kann? Ja, eben. Ja, sag ich ja. Guck mal, dann machen wir uns den Weg damit frei. Ich lass dich nicht vorbei. Ich tu's nicht, ich tu's nicht, ich tu's nicht, ich tu's nicht. Ich lass dich nicht vorbei. Wenn du hier vorbei willst, dann musst du erst an mir vorbei. Was?
Okay. Okay, der lebt noch. Ich würde ihn nämlich gerne scannen. Aua, aua, aua. Wow, der heilt sich. Okay. Muss mich halt mal nebenbei wieder ein bisschen auffrischen. Ich brauche die BP. Ich habe leider kein Item mit. Das ist ein bisschen blöd. Achso, Entschuldigung. Das wollte ich auch gar nicht. Ich freue mich auf Dezember. Da kommt ein Spiel raus. Das ist ein Remake von einem Spiel, das ich in meiner Kindheit gezockt habe. Ui, das hört sich auch interessant an. So, das ist ein weißer Kamek. Das ist ein Magier des Koopa-Clans. Weiße Robe, was? Wie hält er die nur sauber? Er ist Magier, er zaubert einfach die dreckigen Flecken einfach weg. Maximal KP 11, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Er ist ein Heiler. Er kann pro Runde einen seiner Kumpel um 5 KP heilen. Oder er heilt die gesamte Truppe um jeweils 3. Okay. Ja, gut. Oder er heilt auch einfach sich selbst. Finde ich auch gut. So. Das Spiel heißt Final Fantasy VII Crisis Core. Es kam 2007. Auf der PSP raus. Oh nein, aua. Und jetzt, 15 Jahre später, kommt als Remake neu raus. Habe es mir schon für die Switch auf Amazon vorbestellt. Ui. Okay. Dann hoffe ich mal, dass es auch ein gutes Remake wird. Manchmal krieg ich's hin und dann wieder gar nicht. Vier Runden. Okay. Aua. Habe ich immerhin nur einer angreifen. Wenn es so ist, wie ich es gelesen habe und nur das Spiel grafisch aufgebessert wird,
wird das der totale Hammer. Das hört sich doch dann ganz gut an. Und solange du damit im Endeffekt Spaß haben wirst, doch alles gut. So, der ist weg und der andere ist noch paralysiert. Sehr gut. Ich nehme die Runde mal noch als Heilrunde mit. Ich kann halt dazu gar nichts sagen zu Final Fantasy an sich, weil ich halt noch nie Final Fantasy gespielt habe. Weil es halt einfach nicht mein Genre war. Weiß nicht. Aber jetzt spiele ich das hier. Vielleicht schauen wir uns ja im Final Fantasy auch irgendwann mal an. Ist ja auch hier mein erstes RPG. Yay! Noch mehr Münzen! Hey, hast du nicht gehört? Ich sagte, ich rühre mich nicht vom Fleck. Hast du kapiert? Hast du eine Vorstellung davon, wie sauer der Kristallkönig sein wird, wenn ich dich vorbeilasse? Ich will nicht, dass er sauer auf mich ist. Deshalb muss ich dir jetzt eine Lektion erteilen. Oh, okay. Oh Gott. Final Fantasy. Vor allem nach 6 ist... so divers und verschieden. Ja, das habe ich auch gehört gehabt. Also manche haben nicht mehr dieses Kampfsystem, was früher halt eher so war. Deswegen habe ich auch ich habe dieses eine Final Fantasy 7 Remake oder wie das hieß für die PlayStation habe ich hier. Habe ich aber bisher noch nicht gespielt. Aber da wurde mir gesagt gehabt, das hat nicht diesen ja, das Kampfsystem hier. Aber ja, wurde mir auch schon gesagt gehabt, dass nicht alle Final Fantasy-Teile haben halt dieses Kampfsystem. Und das war ja immer das, was mich abgeschreckt hat. Ich habe mich aber auch denn nie mit Final Fantasy selber beschäftigt. Das war dann immer so ein Ding so, ich kannte das von früher, ich glaube von der PlayStation 1 oder so. Irgendein Final Fantasy hatte ich da, glaube ich, als kleine Mini-Ellie. Und da habe ich irgendwie nicht durchgesehen. Und dann habe ich das auch nie wieder angeschaut und habe mich nie wieder mit dem Thema befasst. Deswegen war dann immer so, ja, Final Fantasy halt, ne? So. Ich mag zum Beispiel Final Fantasy 7 und das Remake, aber Crisis Core, was ein Prequel ist und zusammenhängt, kann ich gar nicht leiden. Ah, okay. Dann hast du auch sowas wie den besten Teil, Final Fantasy 14? Was ein MMO ist. Also alles sehr verschieden. Genau, das habe ich auch schon gehört gehabt. Gesehen gehabt, dass Final Fantasy 14, dass das so ein MMO ist. Ja. Ich bin auch mit JRPGs aufgewachsen. Paper Mario war da mein absolut erstes, was mich komplett angesteckt hat. Ich mag das hier bisher auch sehr gerne. Weil sonst wären wir nicht schon auf dem Weg zum letzten Stern. Sonst hätte ich... Ich habe ja gesagt gehabt, ich gebe dem Spiel eine Woche und nach einer Woche entscheide ich mich, ob ich das weiterspielen möchte oder nicht. Und
Ja. Hey, wir spielen es immer noch. Nein, macht mir schon sehr viel Spaß. Man kommt hier aber auch sehr, sehr gut rein, ehrlich gesagt. Ja, ja, ich bin da mal im Lurk Mittagessen. Mach das, Riza, mach das. Mein Ding war zum Beispiel, ich hatte halt eine N64 und deswegen habe ich den Teil halt hier zum Beispiel nicht spielen können. Was machen wir denn? Wir werden ja auch wahrscheinlich doch einen Bossgegner haben, oder? Es werden ja nicht nur die paar Clubbers hier sein. Na, mal schauen. Aber jetzt habe ich mich in den Lurk. Ja, husch, husch. Sonst verhungerst du mir hier noch. Stimmt, davon habe ich auch gehört gehabt, dass es noch ein anderes Final Fantasy MMO gab. Aber das wurde wohl irgendwie abgeschalten teilweise. Das läuft sogar noch, aber nur in Japan. Ah. Da steht es schon. Ich mag Lucky Lester, ehrlich gesagt, ziemlich gerne. Ich mag seinen Starry-Wurf. Guck mal, zack, der Karmic ist weg. Oh ja, ich habe das Timing mal gekriegt. Oh Gott sei Dank. So, gehen wir mal zurück. Und dann schauen wir mal, was uns auf der anderen Seite erwartet. Wahrscheinlich der Kristalltyp. Mhm. Kann ich den irgendwie mitnehmen? Aber ich bin noch nicht so schnell. Oh nee, warte mal. Nee, nicht das. Mit Koopa? Ist. Von hier aus kommt er nicht ran. Irgendwo hinlaufen. Gleich.
Einmal kurz mit Watt hier lang leuchten. Ich dachte, du wüsstest bereits, dass du Schalter auch durch Erschütterung aktivieren kannst. Dabei können auch Cooper oder Bombett behilflich sein. Bombett! Vergiss das nicht. Bombett! Oh, Gumbario, du bist ein Schatz. Und schon bist du ja gar nicht so dumm. Gar nicht an Bombett gedacht. Oh, du bist gar nicht. Du bist kein echter anscheinend. Oh, oder auch doch. Lucky Lester, komm ran. Aua. Und Hellchen Ryan, na du? Alles gut bei dir? Wie läuft's in Minecraft? Ich hoffe, wir können uns irgendwann nochmal aufladen. Nochmal hochheilen. Oder vielleicht spätestens, wenn ich Level abgehe. Spätestens, wenn ich Level abgebe. Das. Oh, ja, doch. Hier ist also doch kein Verkleideter. Nee, warte, da ist gar keine Tür. Wo kommt man denn da hin? Gar keine Tür. Vielleicht noch nicht von hier. Ach, jetzt zeig mir, was ich machen soll. Ja, aber jetzt kommt der nicht so. Was? Mario, ich bin der echte Cooper. Aber das weißt du natürlich, nicht wahr, alter Junge? Mario, sieh mich an, ich bin der einzig wahre und echte Cooper. Niemand sonst sieht aus wie ich. Was? Mario, komm schon. Ich bin Cooper. Ich meine, das ist doch lächerlich. Hey, ich bin der echte Cooper-Söhnchen. Du glaubst mir doch, oder? Du bist vielleicht der alte Cooper, das weiß ich nicht. Rentner Cooper. It's me, Louie. Ich meine, Cooper. Das besteht doch gar kein Zweifel. Oder etwa doch? Okay, alter Kumpel. Am besten ist es, du ziehst diesen Betrüger nach dem anderen eins über. Das ist eine gute Idee. Hey, Bruder. Behau sie alle außer mir, okay? Hallo Puru! Mir geht's gut und dir? Mir geht's auch gut. Ich kann mich nicht beklagen.
In Minecraft läuft das ganz gut. Das ist doch super. Du musst über eine Art sechsten Sinn verfügen, Söhnchen. Kusch, kusch. Weg mit dir. Du wirst noch an mich denken. Ich komme wieder. Hey. Ist das denn für eine... Autsch, das hat wehgetan. Aber gute Arbeit. Du musst die Augen eines Adlers haben und mich erkannt haben. Ihr seht doch ganz anders aus als Cooper. Hä? Was ist denn mit euch? Du fliegst. Boah, das BSG vom Game, ey. Das ist aber voll okay. Hm, Mario. Gut gemacht. Ich weiß zwar nicht, wie du das geschafft hast, aber du hast mich erkannt. Ja, gut, gut. Und tschüss. Ja, Brüderchen. Das wollte ich schon immer mal machen. Bruder, ich hab doch so oft gesagt, dass ich der richtige Cooper bin. Das ist so gemein. War nur ein Witz. Ich habe wirklich geglaubt, dass du es glauben würdest. Warum? Und der Liche Mugendai. Na, du? Oho, wie kannst du die denn auseinanderhalten? Ja, schrecklich, oder? Die sahen alle gleich aus. Bei Mumbet war das vorhin wirklich schwer. Da sahen die wirklich alle gleich aus. Ja, ja, gut gemacht, Mario. Ich wusste, du würdest es schaffen. Das waren die schlechtesten Verkleidungen, die ich jemals gesehen habe. Ja, lass mal jetzt hier rein. Jetzt habe ich hier wieder kein Spiegelbild. Oh no. Geh mal hier kurz rein, Luschan. Hallo? Oh, warte mal, da war die lose Platte, warte. Hallo? Warum geht die nicht? Bin ich jetzt doof? Ah, jetzt. Okay. Ich wollte gerade sagen. Oh, nee. Wer bist du denn? Du siehst nicht nett aus. Du siehst gar nicht nett aus. Was sagt mein Leben? Den will ich ja eigentlich noch nicht. Aber das hier könnte ich gebrauchen. Der Ahornsirup ist schon ganz nett. Okay. Ja, hier kommt man jetzt rein, okay. Ah, Gottchen. Dann schauen wir mal, wer uns da auf der anderen Seite erwartet. Eigentlich, wenn ich das hier mache. Nichts. Oh, wie. Oh, ne, hier ist nur ein kleiner. Noch irgendwas? Nö. Ja, ja. Au, au, Mist. Weil er trifft mich, ich ihn nicht. Sehr gut. Dachte ich,
hätte hier kämpfen müssen. Also davor halt. Nicht, dass das eine andere Statue einfach nur war. Komm, ich muss jetzt Level abgehen. Deswegen habe ich nämlich Gumbario schon rausgeholt. Weil ich dachte, ich darf jetzt wieder scannen. Oh, vielleicht überlebe ich das gar nicht. Nope, das überlebe ich nicht. Oder? Bitte greif nicht an. Die buffen nur, ne? Oh, der hat mich getroffen. Gott sei Dank. Ja, ob ich jetzt... Was? Ich... Komm. Dann bleibt nämlich nur der eine oben übrig. Und den kann ich jetzt damit einmal umhauen. Sehr gut. Und Level up! Mal ein bisschen auf BP noch. Erhöht die Angriffskraft um 1, senkt die Verteidigung um 1. Nee. Nee, nee, nee. Das ist genau der andere Orden, nur in die andere Richtung. Der eine hat mir Angriffskraft weggenommen und Verteidigung gegeben und der nimmt mir Verteidigung und gibt mir Angriffskraft. Aber nee, danke. Ich glaube, ich spiele weiter so, wie ich das hier habe. Und beides irgendwie tun. Jetzt hier wieder durch. Runterfallen. Ah, guck mal. Jetzt können wir hier rein. Hui! Oh, ich habe den noch gekriegt. Dass das immer so viele sind. Gott, Hilfe! Okay, du klonst dich. Wow, der ist jetzt unsichtbar. Oh. Und du erhöhst die Angriffskraft. So, die Kamiks sind weg. So. No, der überlebt ja noch. Aua. Er ist ja immer noch unsichtbar. Kann er mal aufhören? Hör mal auf! Ja.
Ah, jetzt nicht mehr. Okay, gut. Aua. Ich dachte, du sollst das lassen. Der Schlüssel. Ja. Das fühlt sich langsam so an, als ob wir so gegen Ende kommen. Wobei wir ja dann theoretisch irgendwann auch noch gegen... Also erstmal müssen wir gegen irgendjemanden hier wahrscheinlich noch kämpfen. Und dann kommt ja auch noch Bowser. Warte mal. Da kommt ja auch noch der finale Bosskampf. Kann ich dich bewegen? Und meine Uhr bimmelt wieder. Pausenzeit. Eine ganz kurze Mini-Pause. Streck mich auch erstmal kurz. Ich überlege, ob ich heute noch zum Zahnarzt gehe. Ich habe aber gar keinen Bock auf Zahnarzt. Ich habe voll Angst vor Zahnärzten. Aber mir tut irgendwo hinten Backenzahn weh. Keine Ahnung, was da los ist. Ist halt nicht so schlimm, dass ich mir jetzt hier irgendwie die Backen halte und sage, aua, aua. Aber ich merke das halt schon sehr. Oh, ich muss noch meine Wärmedecke geholt. Dann können wir jetzt, glaube ich, weitermachen. Beziehungsweise in 10 Sekunden zeigt es mir an. Dann trinke ich noch einen Schluck. So. Ananas braucht 2 Jahre, um zu wachsen. Wow, das ist sehr lange. Gar nicht, ob ich hier nicht einen Backen mache. Ich hätte, warte mal, kann ich das zurücksetzen, wenn ich rausgehe? Raus und rein? Ja.
kriege ich den denn nach da? Ach so. Ich kann hier einfach rüberlaufen. Wow. Du kannst hier nicht vorbei, ohne dieses Rätsel zu lösen. Sobald du es geschafft hast, lassen wir dich weiter. Kann ich dich ein Stück schieben? Achso, du hast dich jetzt gedreht, ne? Kann man die nur in die Richtung schieben, wo sie hingucken? Ja, anscheinend. Warte mal, dann rede ich mit dir kurz. Hallo? Da einmal so rumdrehen. Das ist okay. Kann ich dich bestimmt in die Richtung schieben, ja. Ah, okay. Du musst... Ja, warte mal. Ich wollte eigentlich nur hier lang spielen. So rum wäre doch richtig gewesen. Ach, da. Und lass mich mal hier kurz rum. Dahin. Halt. Entschuldigung. Ich muss hier immer so rum ansprechen. So. Geschafft. Das war jetzt nicht so schwer, das Rätsel. Ah, hier ist wieder Speichern und Leben. Okay. I guess it's Spots time. Ellie? Chris? Ja, was ist denn? Kennst du den Song aus Grongs Detroit Become Human Endscreen? Nee, aber... Ja, der einfach Shazam runter und dann. Und dann spielt das Lied ab und dann sagt dir Shazam das schon. Ich kenne den ja. Ach so. Also ja, ich. Also den Song kenne ich, aber also. Ich kenne den Künstler nicht. Das meinte ich damit. Ich dachte, du wolltest wissen, wie der Song an sich heißt. Aber ja, das kenne ich. Ich weiß nicht, ob ich gespeichert habe, aber ich speichere nochmal. Ich will das Lied auf Gitarre lernen, na denn, let's go. Wer ist in meinen Palast eingedrungen? Oh, oh. Das ist einfach eine sprechende Krone. Mit Umhang. Mario, du bist also endlich da. Du glaubst also tatsächlich, den Stern retten zu können. Aber ich fürchte, ich kann das nicht zulassen. Zuerst werde ich dich besiegen. Und dann werde ich Bowser eine Mario auf Eis zum Geschenk machen. Oh, okay. Alter, geile Mucke. Hä? Voll geil. Hat die fliegende Krone gerade hehehe gemacht? Ja. Ich mach mal wieder leiser. Ja, aber hey, wie cool.
Und Hallöchen Obsidian. Hallo. Die fliegende Krone ist also das Pokémon aus dem Video vorhin. Oh, stimmt. Stimmt. Ist kein Vielleicht, aber ist kein Elektro-Pokémon. Es hat auch noch die hier. Splitterchen. Ja, aua. Kristallkönig. Ich guck mir den erstmal an. Das ist der Kristallkönig. Er gehört zu Bowsers engsten Verbündeten. Ich habe keine Ahnung, wie er es geschafft hat, den Palast zu übernehmen. Maximal KP 70. Angriffskraft 6. Verteidigung 2. Er greift an, indem er Splitterchen auf dich abfeuert. Jede Attacke verursacht 4 Punkte Schaden. Die Anzahl der Angriffe entspricht der Anzahl der Splitterchen. Er wird auch versuchen, dich einzufrieren. Wenn seine KP niedrig sind, wird er versuchen, sich zu teilen. Ein Angriff hat dann eine Stärke von 8. Du kannst ihn nur verletzen, wenn du seinen wahren Körper triffst. Einen wahren Körper? Wenn du dir nicht sicher bist, solltest du alle auf einmal angreifen. Ein Wiegenlied und sowas, ich glaube, das bringt bei dem halt nichts. Ne? Senkt die gegnerische Angriffskraft kurzzeitig um 3. Schon sehen, was er damit meint. Ja, wahrscheinlich wird es sowas sein wie... Oh no. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber das sieht man jetzt noch nicht. Das kommt noch wahrscheinlich. Oh fuck. Wir hatten doch die ganze Zeit Doppelgänger. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Okay. Wiegenlied? König der Löwen? Okay, ich habe König der Löwen nicht geschaut. Deswegen kann ich dir das nicht sagen. Aber ich kenne Timon und Pumba. Aber Wiegenlied, also schläft Gegner mit einem sanften Wiegenlied ein, theoretisch. Da du dich im Finale des Spiels näherst, wollte ich mal fragen, ob du auch den zweiten Teil spielen möchtest. Der ist halt nochmal besser als der hier. Ich habe geschaut und ich habe den schon zum Laufen gebracht. Also rein theoretisch wäre das möglich. Und wenn... Kommt natürlich jetzt darauf an, wie sehr weit vorangeschritten ich bin. Aber wenn jetzt nicht mehr so viel kommt, dann ziehe ich heute auch noch durch, denke ich. Kommt halt drauf an, wie ich mich schlage wahrscheinlich. Und dann würden wir morgen im 12-Stunden-Stream eventuell sogar schon den zweiten Teil anfangen. Je nachdem, wie schnell ich halt bin. Also, wenn ich durch bin, dann würde ich eventuell noch das Äonentor würde ich eventuell auch noch spielen. Hat mich doch ein bisschen angefixt mit Mario. Auch wenn ich nicht gut mit Vorlesen bin. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ihr euch das geben müsst. Aber ich habe halt nie Vorlesen gelernt. Ich versuche es. Ich gebe mein Bestes. Ich kenne das Lied nur durch meine Freundin, die das singt in unserer Gruppe. Ah, okay. Magst du eine kleine Angabe kriegen, wie lange das Spiel noch so geht? Also ganz grob nur? Ja, gerne. Gerne.
dass ich das ein bisschen einschätzen kann. Das wäre ganz praktisch, doch. Nehme ich gerne hin. Mach mal nochmal den Sternensturm. Stimmt, eigentlich hätte ich scannen müssen, ne? Warte, dann brauche ich ihn aber noch. Ah. Ja, ja. Aua. No! Oh, ich hasse dich. Du bist so doof. Oh, jetzt hat er seine Viecher nicht geholt, ne? Mache ich den hier. Voll, voll. Warte mal. Jetzt ist ja Marios Runde quasi vorbei. Oh, jetzt greift er mich mit seinen komischen Dinger hier wahrscheinlich an. Lass mich mal kurz gucken. Also ich selber würde sagen, ich bräuchte so um die 3 Stunden zum Durchspielen. Aber ich bin auch erfahrener und weiß, was ich tue. Das stimmt. Ich bin mit den meisten Chaptern auch hier im Late Game in gut 2 Stunden fertig. Okay. Okay, dann werde ich das wahrscheinlich heute nicht durchkriegen. Dann haben wir das noch für morgen. Dann ist das okay. Das ist aber gut zu wissen. Ich erinnere mich daran, wie mein Chat mir sagte bei... Ach, was waren das damals? Bei Heavy Rain? War es Heavy Rain? Ich glaube, es war Heavy Rain. Und ich habe gespielt gehabt, ich so zum Chat so, dauert das noch lange? Oder ist das so in 1-2 Stündchen durch? Und der Chat so, ja, ist in 2 Stunden durch, kein Problem. Ich saß 7 Stunden an dem Spiel. Ja. Böser Chat. Ach man. Ich kenne das von meinem Chat nur zu gut, glaub mir. Es ist jedes Mal so. Es ist halt wirklich so. Hallöchen, Salatking. Hi. Ich habe damals Heavy Rain gespielt. Seitdem traue ich dem Chat immer nicht mehr. Was so Zeitangaben angeht. Aber wenn du sagst, du hast das ja wahrscheinlich schon öfter gespielt, dass du ungefähr noch 3 Stunden bräuchtest, dann weiß ich, okay, dann brauche ich wahrscheinlich noch 4 bis 5 Stunden. Was okay ist. Aber dann haben wir das für morgen noch. So, ich wollte eigentlich gucken, was der hier kann. Er konnte dann eine Hurricane, ne? Wenn es klappt, werden die Gegner davon geweht. Ich weiß nicht, ob das mit seiner... Kügelchen, Splitterchen ringsherum funktioniert. Das ist so mein Problem. Ich hätte ausprobieren. Ach komm, ich probiere es aus. Boah, das macht ja gar nichts. Ich drück schon so schnell ich kann. Kacke. Okay. Reduziert den Schaden. Dankeschön. Das ist wenigstens etwas. Oh, das hat aber den Schaden gut reduziert. Okay, jetzt bin ich aber schlauer. Das funktioniert nicht. Das ist
Zumindest kann ich nicht so doll auf die Tasten hämmern, dass das funktioniert. Okay, aber er hat die Dinger jetzt nicht mehr. Er hat sie weggespuckt. Er hat die weggespuckt. Gib mir mal meine Wolke. Ich hätte gern die Wolke. Bitte. Das Ende ist auch noch gut herausfordernd. Nicht, dass du unbedingt dauernd sterben wirst. Aber wenn man es halt blind spielt, kann es halt echt knackig werden. Ja, das glaube ich. Ich habe ja auch so hin und wieder schon mal 2, 3 Versuche gebraucht, um den Gegner kaputt zu kriegen. Megaschlag. Habe ich bisher, glaube ich, auch noch nicht eingesetzt. Mare trifft einen Gegner mit unglaublicher Kraft. Ich kann aber auch nur das anvisieren. Kann hier auf nichts anderes gehen. Weil ich erinnere mich an den Panzer. An diesen Shy Guy in dem Panzer. Da konnte man auch noch andere Teile anvisieren. Aber hier kann ich nur auf seine Krone gehen. Das hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich gehofft habe. Ah, warte mal, bei... Ich habe halt nichts, was meine BP auffüllt. Das ärgert mich. Außer halt die Sterne. So, oh, ich schüttel mal 20 KP aus meinen Ärmeln. Mach doch das nicht. Oh, der Blöde. Getroffen. Geil. So, jetzt erstmal. Dark möchte, dass ich trinke. Und ich babbel mal hier rein, um Hallo zu sagen und bringe Tee, Kakao, Kokomel, Udo Dark, Saft, Tee, Eistee, Bubble Tee, heiße Schoki, Wein, Met, Bier, Sake, Hibiki, Kekse, Ramen, Cordon Bleu, Pilzpfanne, Sushi, Miso-Suppe, Ramune, Mettbrötchen, Waffeln, Pfannkuchen, Pudding, Käsekuchen, Lasagne, Kirschkuchen, Kaktuseis, Wunschdonut, Spekulatius, Apfelkuchen, Döner, Pommdöner, Currywurst, Pommes, Chicken Cheese Nuggets, Schnitzel, Pommes, Dino Nuggets, Pizza und Burger mit. Habe ich das Gefühl, die Liste wird immer länger. Dark, wie viele Zeichen hast du da noch frei? Oder ist das schon die Maximalanzahl? Also, warte mal. Und ich trinke einen Schluck. Prost. Oh,
Aber ich muss mir mal kurz noch was Neues zu trinken. Aber ich mache das in der nächsten Pause. Lass mich kurz gucken. Ja, ich mache das in der nächsten Pause denn. Wie viel noch frei sind? Nun, so ungefähr plus minus, grob gestellt, in etwa null. Okay. Also hast du alle Zeichen ausgenutzt, die es gibt, ja. Oh Gott. Das ist echt viel Bitterlei. Ja, das sind genau 500 Zeichen. Krass. Ich nehme mal den normalen Hammer. Gucken, wo ich hier bleibe. Beziehungsweise, was er hier noch so Schönes macht. Oh, er hat schon wieder nicht getroffen. Ich liebe diese Wolke. Wolke ist einfach mein wahrer MVP hier. Wirklich. Die hat mir schon so auf den Arsch gerettet. Das habe ich mir schon gedacht. Das meinte ich vorhin. Wo Fulltime Games geschrieben hatte, so du wirst noch sehen, so nur den wahren Körper und so, ja. Weil wir hatten ja auch schon das mit den Geistern, dass sie sich dupliziert haben. Also, ja, halt zu unseren Verbündeten und sowas. Ich habe mir sowas schon fast gedacht. Scheiße. Und nur der wahre Körper bekommt Schaden. Am besten alle angreifen. Ich verstehe schon. Haifett und so. Oh Mann. Okay. Ey, wenn er sich jetzt nochmal um 20 heilt, ne? Der wäre ja aber sauer. Okay, der hintere. Wah, wah, wah. War der hintere. Nee, ja, egal. Aber es hält nicht an. Das finde ich auch gut. Das spielt mir sehr gut in die Karten. Und Schmackofatz. Schmackofatz, danke schön, dass du jemanden verzwangsverzappt hast. Dankeschön. Ich hoffe, die Person wird sich freuen. Und ich hoffe, es geht dir gut. Dankeschön für das verschenkte Abo. Will ich zu viel BP ausgeben? Die brauche ich noch. Spätestens, wenn der da wieder seine Faxen macht. Ja, dann brauche ich vielleicht mein Superbeben oder von Lucky Luster da. Lucky Luster, Entschuldigung. Brauche ich vielleicht da den Wurf. Bitteschön. Dankeschön. Macht wieder den 20er-Move. Hallo! Hallo, sei mal nicht so frech. Ey, der Blöde ja, ne? Das ist wie bei Pokémon. Irgendwelche Trainer, die auf einmal einen Trank einsetzen. Ja, bei sich selber ist das okay.
Aber wenn der Gegner das macht, finde ich das gar nicht gut. Oh Mann, oh. Ja, gut. Das kriegen wir hin. Ja, er macht wieder seinen Schmuh. Und dann meine Wolke ist weg. Oh nein, der schwebt jetzt auch noch, der Blödi. Aber wenn seine... Warte mal, wenn seine Halunken weg sind, dann greift er ja nicht an. Ja, dann müssen wir es so machen. Ja, dann guckt er nämlich nur doof. Beziehungsweise er greift wahrscheinlich gleich noch an, weil gerade so, dass unser Lester hier ausgegraut ist. Bei einem Angriff überlebe ich. Also sage ich jetzt mal so. Wir würden doch keine 30 Schaden machen, oder? 36? 35? Nee, zum Glück nicht. Ah! Aber der hat Schmuh getrieben! Entschuldigung. Das kann ich da doch nicht mal einsetzen. Reich! Achso, da kann ich sowieso nicht einsetzen, weil ich immer nicht genug BP habe. Das ist das Problem. Mal kurz Cooper. Cooper kannst du nehmen. Kannst du deinen Power Panzer. You can't see me. Okay, das war ziemlich unnütz. Aber gut, ich konnte ja nicht riechen, was er macht. Oh Gott. Oh nein. Das wird noch enger, als ich eigentlich es gerne hätte. Ups. Kriege ich wieder ein paar BP. Und dann müsste ich Lucky Luster wieder rausholen, dass der seine Stachis auf die wirft. Das sollte klappen. Ja, auch wenn es halt nicht viel Schaden macht, ne? Nee, er macht das schon wieder. Hör doch auf damit. Jetzt muss ich halt Pi mal Daumen gucken, wer ist. Und wobei, einmal kann ich die Erfrischung noch machen. Gott sei Dank. Wir leben noch. Außer er denkt sich wieder... Okay, ich mache mal wieder komische Schmuh hier. Und heile mich mal wieder um 20. Er hat nur noch ein Leben. Komm. Nein. Den.
Wer stellt da nur KP wieder her? Der letzte ist es nicht. Nein, der war es auch nicht. Es war der erste. Ah, ich hasse alles. Beim ersten Mal, will ich dazu sagen, ja? Oh nein! Der letzte hohe Stern! König Bowser, vergib mir! Dankeschön! Oh, dass ich die First Try geschafft habe. Sehr danke. Da hatte ich mit anderen Gegnern schon mehr Probleme. Aber ich habe auch versucht, mein Gehirn anzustrengen. Hallo? Kapitelende. Riedster, der letzte der Sterne, wurde von Maria aus dem Kristallpalast am Rande der Welt befreit. Nun, mit der vereinten Kraft der Sterne, kann sich Mario Bowser und den Sternenstab stellen. Endlich ist die Zeit für den kulminanten Showdown gegen den bösen König Bowser gekommen. Kann Mario Peach retten? Und den Sternenstab zurückerlangen? Oder bleiben alle Wünsche ungehört? Das alles und viel mehr erfahren Sie in der nächsten Folge. Speichern und weiter. Machen wir noch kurz ein bisschen. Und wir kommen zurück, Rita. Leben ohne Pat-Pat, echt halt. Hallo, Kalepool. Oh, Mario. Ich frage mich, was er wohl jetzt gerade macht. Ich würde gerne wissen, ob ich ihm überhaupt helfen konnte. Natürlich hast du ihm geholfen. Mario geht es sicher gut und du solltest stolz auf deine Taten sein. Mario weiß, dass du für ihn, was du für ihn getan hast. Und mach dir keine Sorgen, Prinzessin. Schon bald wirst du wieder mit ihm sprechen können. Ich hoffe, du behältst recht, Twink. Danke, dass du mich aufgeheitert hast. Lass uns wieder hineingehen. Versuchen wir nicht wieder auszubrechen? Oh Gott. Hilfe. Oh, Prinzessin Peach. Euer knuddeliger alter Bowser ist da. Ah, Bowser will geknuddelt werden. Können wir zur Abwechslung einen kleinen freundlichen Plausch halten? Kommt schon, zeigt mir euer Lächeln. Ich hab dir nichts zu sagen. Oh, seid nicht so gemein. Ihr werdet noch lange Zeit mit mir verbringen, meine Schöne. Besser, ihr gewöhnt euch daran. Bowser, Mario und du. Was Mario kommt und du kannst ihn nicht aufhalten. Oh, ihr armes, dummes Girl. Mit dem Sternenstab bin ich unbesiegbar. Wusstet ihr das nicht? Mario hat keine Chance. Er ist erledigt. Findet euch damit ab.
Hm. Eure Verknalltheit. Wir haben einen Notfall. Ich hoffe, es handelt sich um etwas Wichtiges. Ich bin mitten in einer netten Plauderei mit der Prinzessin. Mario hat alle Sterne gerettet. Es besteht eine geringe Chance, dass er mit ihrer Hilfe hierher kommt. Wir müssen uns vorbereiten für den Fall, dass er hier auftaucht. Was? Mario. Gut, hört zu, Kamikupa. Lass die Mannschaft ihre Posten beziehen. Wir bereiten den Hinterhalt für ihn vor. Okay. Prinzessin Peach, wollt ihr dem Drama beiwohnen? Ihr dürft euch quasi aus der ersten Reihe ansehen, wie Mario zu Kleinholz verarbeitet wird. Du, ja du, fessle sie sofort. Wenn sie nochmal entwischt, werden Köpfe rollen. Dreh. Du großer Koopa! Zeig der Prinzessin gegenüber gefälligst Respekt! Was ist das für eine Piepse? Piepsen das kleines glänzendes Ding? Konfetti? Bart, verzieh dich! Oh no! Twink! Schnappt euch die Prinzessin und jetzt los! Nein! Was? Jedes Mal passiert da irgendein komischer Scheiß. Und Hallöchen, Orca! Der Zellulose-Klempner ist wieder unterwegs. Hallo, Elli und Nasen. Hallo. Na du, ich hoffe, es geht dir gut. Das nennt er eine angenehme Plauderei anscheinend. Anscheinend schon. Mein Name ist Friedster, Mario. Das hast du gut gemacht. Danke, dass du gekommen bist. Du hast nun alle hohen Sterne gerettet. Wir stehen tief in deiner Schuld. Alles, was jetzt noch für dich zu tun ist, ist Bowser gegenüberzutreten. Meine Kraft soll dir helfen, den Sternenstab zurückzuerobern, Bowser zu besiegen und den Frieden wiederherzustellen. Und Prinzessin Peach zu retten. Ja, so nebenbei. War der Stern nicht gerade viel kleiner? Peach ist ganz schön groß geworden. Ich glaube, der Stern war vorhin weiter weg, deswegen. Also der war quasi im Hintergrund, deswegen war er kleiner. Oder ich habe nicht drauf geachtet. Marios Sternkraft erhöht sich auf 7. Mario erhält die Sternenkraft fort und weg. Fort und weg lässt alle Gegner die Freuden des Sternendaseins erfahren. Okay. Mario, eile zurück zum Sternenschnuppengipfel. Von dort aus bereiten wir dir den Weg zum Sternenhafen. Der Name dieses Weges lautet Sternenweg. Reist du den Sternenweg, wird er dich in den Sternenhafen führen. Mein einziger Wunsch ist es, dass du diese Welt rettest. Du kannst es schaffen, Mario. Wir sehen uns. Hey, ciao. Wir wollen nur irgendwie wieder zurückkommen. Let me go. Let it go. Let it go. Kann ich hier runter? Oh, da war. Oh, da war noch ein Sternensplitter. Ich hab's gesehen. Egal. Nicht so schlimm. Hey, let it go. Let it snow. Genau.
Mails. Kann ich die eigentlich immer mitnehmen, oder? Moment, immer nur die da. Ja, genau. Und jetzt gehen dann nur die da immer zu. Gib her. Immer hinter mir. Ja, die Kiesel nehme ich auch wieder mit. Jogit genießt gerade Sauerkirschen, rote, schwarze Johannisbeeren und Himbeer in rotem Gelee. Dann lass es dir schmecken. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Warte mal, ging das hier nicht lang? Ah nee, hier ist noch ein Kiesel. Geil. Ein Stein. Ja, hier, siehst du, hier war der. Und dann habe ich ja nochmal geschaut und dann war da dieser Super-Duper-Pilz drin. Nein! Ach, komm schon. Immer. Aber der braucht auch nur zwei. Verwandelt die Gegner in Sterne und beht sie davon. Nur weil ich das mal sehen will. Als rote Grütze, ja. Ja, weg mit denen. Das sind halt einfach. Aber wirklich, gute Karte, tschüss. Okay. Ich will doch hier nur wieder lebend rauskommen. Nein, der hat mich angeleckt. Voll der Game Exploit. Immer speichern, wenn ein Speicher, genau. Ein Speicherblock ist. Sicher, sicher. Ich bin wieder draußen. Das ist Flucht mal anders hier. Oh, hey, hi. Mist. Dieses Yoshi-Geräusch, ne? Wurde angelegt. Ja. Ich habe mich einfach abgeschlabbert. Gegen die zu kämpfen lohnt sich eigentlich auch nicht mehr. Ich mir halt auch nur noch ein Erfahrung. Nein, nein, nicht. Was, man darf Ellie ablecken? Nein, nicht ablecken. Bitte nicht. Hier war doch irgendwo auch noch eine fancy Röhre, ne? Die doch wieder nach Bowtown oder so zurückgekehrt hat. Warte. Weiß hier war eine. Aber Ellie, du hast doch Kaffeegeschmack. Nein. Gehen wir bei dem hier nochmal schlafen. Ja. Bin sehr, sehr müde. War sehr anstrengend gerade mit dem Kristallkönig, ja?
Mario, ich bin kurz eingenickt und als ich aufwachte, lagen all diese Sachen hier herum. Und das Eigenartigste war, dass der Boden völlig nass war. So, als ob hier Schnee geschmolzen wäre. Oh nein, sind die Schneemänner jetzt RIP? Glaubst du, dass dir jemand das alles geschenkt, als Geschenk hinterlassen hat? Aber wer würde das tun? Die Schneemänner? Aber bitte seid nicht tot. Oh nein, jetzt will ich eigentlich zurückgehen und gucken, ob die noch leben. Nein, nicht, dass die hier geschmolzen sind wegen dem Feuer. Vielleicht nur die Unterseite ein bisschen. Oh nein. Die Ärmsten. Ja, wir müssen schauen, ob sie leben. Sollen wir nochmal zurück? Wollen wir nochmal gucken, ob die noch leben? Weiß es nicht. Ich nicht, dass die mir wirklich weggeschmolzen sind. Aber waren das nicht 6 Schneemänner? Ich glaube ja. Einer hat nur noch überlebt. Ahornsirup. Achso, mehr geht nicht. Na gut. Oh, vielleicht waren das aber nur 5 Gegenstände, weil ich nur 5 Platz frei hatte. Ist egal, nach was Eddie schmeckt. Ohne Erlaubnis leckt hier niemand irgendwen ab. Nee, genau. Geleckt. Ah. Okay, aber sie sind noch da. Sie sind noch da. Kann man mit denen nicht reden? Hallo? Aber wie gesagt, sie leben noch. Ganz schnell weg hier. Was ich leck ab, wen ich will, wann ich will, wo ich will und wie oft ich will. Warte, was? Nee, warte mal, aber hier... Ja, da ging es nach Dings da hin. In den Dschungel. In Yoshis. Hier einfach mal hoch.
und dann gehe ich hier hoch. Ich glaube, das war der richtige Weg. Ja! Zurück. Dann speichere ich, denke ich, hier. Ja. Dann speichere ich hier. Und dann spielen wir morgen nämlich weiter. Morgen im 12-Stunden-Stream. Ich weiß gar nicht, wann hatte ich das angesetzt? Ich glaube um 11. Ich glaube für um 11, so in dem Dreh. Fangen wir dann mit Paper Mario hier an. Und ja. Hast du auch Schweinchen gekauft? Ein paar. Soll ich das noch machen? Ich kann ein bisschen was in die Schweinchen investieren. Das? Ich hatte 3 Stück oder so, glaube ich, gekauft. Ich will noch mal kurz dahin gehen. Das ist normales. Oh, süß. So, das noch und eins mache ich noch. Dann reicht das. Ich weiß halt auch gar nicht, für was sie gut sind. Einfach irgendwas zum Sammeln. So. Jetzt aber wieder zurück. Nochmal speichern. Und dann mache ich aus. Und den Rest, denke ich mal, machen wir morgen fertig. Schätze ich mal. Dran vorbeispringen. So, den Rest machen wir morgen im 12-Stunden-Stream. Ab 11 Uhr gibt es denn Paper Mario und der Stream startet wie heute um 9 Uhr. Ich glaube, ich hatte um 11 reingeschrieben. Vielleicht auch 11.30 Uhr. Können wir gleich nochmal im Talkscreen nochmal nachgucken.